Nächster Gegner Bournemouth. Wie sieht die Tabelle gerade aus? Ach, das ist Carabao Cup, okay. Wir schauen trotzdem mal kurz die Tabelle an. Wir sind Erster noch. Okay, eine Niederlage nur. Gibt's im Carabao Cup Hin- und Rückspiel? Wir spielen auf alle Fälle wieder zu Hause in der eigenen Arena. Nee, okay. Also hier geht's um alles oder nichts. Kein Rückspiel. Also nur ein Spiel halt. Gelegenheit zur Flanke für Bournemouth. Die könnten ja Premier League sein, ne? Ja, lauf ins Aus. Man sieht nicht, dass du Premier League bist. Sind die bei uns in der Liga oder sind die Premier League? Man weiß es nicht. Wie findet ihr das Stadion eigentlich? Findet ihr, dass es gut aussieht? Na, da komme ich nicht raus, der ist außer des 16ers. Also wenn die innerhalb von 16er sind, versuche ich jetzt immer öfter rauszukommen. Aber jetzt gerade war es halt sofort zu sehen, dass der außer des 16ers bleibt. Nach 19 Minuten Elfmeterschießen. Boah, Elfmeterschießen wäre natürlich krass, aber wir führen heute schon wieder 1-0. Und ich werde jetzt nicht absichtlich deshalb irgendwie ein Tor reinlassen oder so. Orsic, Billing, Otavio. Warte, das ist der Otavio. Der könnte schießen. Der könnte schießen. Der schießt. Der schießt vorbei. Oder der hat vorbeigeschossen. Das geht so schnell, aber ich glaube, der hat den einfach am Tor vorbeigesetzt. Ich war auch nicht dran an dem Ball. Der hat einfach vorbeigeschossen. Okay, dann war es schon mal kein Torwartfehler und nix. 2-0 gewonnen. Wir sind eine Runde weiter. Kein Elfmeterschießen. Wäre schon auch geil gewesen, so ein Elfmeterschießen. Ich glaube, wir hatten noch kein einziges Elfmeterschießen bis jetzt. Aber wir boosten auch das Team so extrem, dass die immer in der 90. Minute noch Minimum ein Tor schießen. Weiter. Nächstes Ligaspiel. Jetzt wird hier einfach wieder ein Spiel nach dem anderen gezockt. Man muss ja auch sagen, es gibt extrem viele Spiele in dieser Liga. Also ich werde wieder nur so lange spielen, bis wir wirklich so sicherer Meister sind. Aber es sind insgesamt, ich glaube, 24 Teams in der Liga. Genau. Also das heißt, wir haben 46 Ligaspiele. Plus die Pokale. Das ist geisterkrank. Also da müssen wir echt mal schauen, ob wir wirklich jedes einzelne Spiel mitnehmen. Hier gegen Norwich, die haben auch ihr richtiges Stadion. Das ist halt geil, ey. Du kommst in diese zweite englische Liga und so viele Vereine haben ihr Real-Life-Stadion. Das ist absolut nice. Freistoß für Norwich. Ich schaue wieder, wo der runterkommt. Okay, der ist zu kurz. Da darf ich nicht rauskommen. Boah, fang ihn. Danke. Angriff von Norwich. Würde mir immer noch wünschen, dass ich dieses 3-2-1 ausstellen kann. Oh, was zur Hölle? Auf einmal schießt der. Gerade erst gesehen, dass der Ball da überhaupt ist und dann schießt der einfach sofort. Aber kein Problem. Was passiert jetzt? Okay, Rashica, der da auch immer noch spielt. Der spielt jetzt einfach zweite Liga. Sargent spielt zweite Liga. Nunez. Es wird nicht der Nunez sein von Liverpool. Ja, wird verteidigt von Palacios. Und dann ist Schluss. Aber wir haben immerhin eine gute Parade gemacht. 2-0 gewonnen. Voll okay. Dann bleibst du bei Crystal. Also wahrscheinlich eine Saison. Ich hoffe, dass wir diese Saison in die Premier League aufsteigen können und dann von der Premier League aus zu einem Top-Club wechseln können. Das ist der aktuelle Plan. Plus 15 Punkte. Ist ein guter Plan, oder Chat? Jetzt die eine Saison, zweite englische Liga und danach wechseln wir zu einem Top-Club. Weil das wenn wir in der Premier League, dann glaube ich, kommen auch endlich Angebote von Top-Clubs rein. Und die können sich dann hoffentlich meinen Wert leisten. Wie ist der jetzt gerade wieder? Wie viel bin ich wert? 117 Millionen. Warum bin ich so viel weniger wert, obwohl ich eine 92 habe und 18 Jahre alt bin? Ich verstehe es überhaupt nicht. Entscheidungen. Geburtstagsvorbereitung. Entscheide, wie du deinen Ehrentag verbringen möchtest. Aktuell können wir es noch nicht machen, weil... Ah, wir haben keine 50.000 Euro, ist klar. Ja, wenn du keine 50.000 Euro hast, dann kannst du deinen Geburtstag auch nicht feiern. So ist es halt. Wir müssen irgendwie jetzt ganz schnell Geld dazu bekommen, damit wir einen Geburtstag noch irgendwie feiern können. Wobei, das ist jetzt schon vorbei. Wir sind am 26. September und Geburtstag habe ich am 25. Spielen wir jetzt gegen Millwall. Welches Land wirst du dann wechseln? Bin ich komplett offen. Wir können in der Premier League bleiben. Wir können in jede Top-Liga gehen. Also ich will jetzt nicht irgendwie nach Saudi-Arabien gehen oder so. Das haben wir ja schon gehabt. Ich würde lieber Deutschland, England, Frankreich, vielleicht sogar Portugal, theoretisch wäre möglich, wenn da ein gutes Angebot kommt. Aber einfach ein Top-Club. Muss auch kein Top-Top-Club sein, also mir reicht auch Tottenham oder wäre es noch so ein Dortmund. Sowas wäre schon auch nice. Dortmund wäre zum Beispiel richtig cool. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, weil die einfach so alles lizenziert haben, weil die EA-Partner sind und so. Und dann wieder zurückkehren in die Bundesliga wäre schon cool. Erste Liga in der Bundesliga zu spielen, hätte schon was. Ich will auf alle Fälle auch irgendwann im Laufe dieser Karriere in der ersten Bundesliga spielen, während Fleming hier den Ball verliert an Guehi. Oh, jetzt mal ein Elfmeter. Okay, wir haben die Chance, uns auszuzeichnen bei diesem Elfmeter. Ich versuche irgendwie mal auf den Pfeil zu achten bei ihm. Der ist so, oh, der geht aber jetzt weg. Der Pfeil. Wir gehen nach rechts, er schießt in die Mitte. Aber der Pfeil hat schon auch ein bisschen in die Mitte gezeigt, ne? Aber ihr schreibt auch alle rechts rein. Ihr dachtet auch, dass er dahin schießt. Der Pfeil hat eigentlich so ein bisschen nach rechts gezeigt, aber es war scheinbar die Mitte. Naja, gewonnen haben wir trotzdem mit 4-1. Derby-Sieg. Geburtstag können wir uns immer noch nicht leisten. Konzentriere dich auf deine Leistung, lobe deine Mitspieler. Komm, hier sind wir mal der Teamwork-Typ. Wir sind neu beim Verein, wir müssen ein bisschen die Mitspieler loben. Wir sind auch krass in der Startelf links oben. Patrick Vieira liebt uns gerade. Nächster Gegner, Luton Town. Nationalspiele sind auch bald. Chris Richards, Palacios und ich, wir haben einfach drei Nationalspieler in der Mannschaft. Argentinien und Spanien, was sind denn das für Gegner? Ich überlege gerade, wann das letzte Turnier war, aber hier gibt es ja keine Winter-WM. Deswegen ist, glaube ich, das erste internationale Turnier eh 2024, ne? Ja, gehen wir rein ins Spiel gegen Luton. Um 12.30 Uhr. Pizza mit oder ohne Ananas? Ja, ganz klar ohne. Ich weiß noch, ich war einmal auf so einem Kindergeburtstag. Das ist schon ewig her. Und da hat irgend so ein Kiddie halt so Chicken-Pizza mit Ananas bestellt. So typisch. Und ich dachte mir dann, ja, das ist übel geil. Und dann hat mich die Mutter so gefragt, ob ich das wirklich will. Und ich habe so getan, als hätte ich das schon ganz oft gegessen. So, dass ich das übelst geil finde. Und so, ja, ich will das haben. Ja, das ist richtig. Ich finde, ich mag das richtig. Voll gut. Und dann habe ich das gehabt. Habe ich das bekommen. Und ich fand das so schlecht. Mir ist richtig übel geworden beim Essen. Aber ich habe es dann trotzdem komplett
komplett aufgegessen. Einfach, weil es mir so unangenehm war, dass ich vorher gesagt habe, so, ja, habe ich schon ganz aufgegessen, finde ich voll lecker. Was machen die? Okay, hier, hau die raus. Aber gut gehalten davor. Das sieht gefährlich aus. Ich komme raus. Easy. Wenn ich da nicht rausgekommen wäre, wäre ein bisschen dumm gewesen. Der hat es auch irgendwie schon ein bisschen automatisch gemacht und ist da hingelaufen. Da versuchen wir wieder ein bisschen Risiko zu gehen hier bei dem Freistoß. Ja, den fange ich. Let's go, dude. Runtergepflückt die Pflaume und dann wird's ein 3-0 gegen Lootentown. Werde Busfahrtsponsor, aber das ist nicht das, worum es gerade geht hier. Entscheidung, Halloween, Geburtstag, ich kann mir beides nicht leisten, ne? Nee, Halloween kann ich mir schon leisten, aber es ist noch nicht. Geburtstagsvorbereitung kann ich mir nicht leisten. Die Investition braucht noch 15 Tage. Ob dann noch das für ein Geburtstag möglich ist? Wahrscheinlich nicht. Also werden wahrscheinlich das zweite Jahr in Folge keinen Geburtstag feiern. Internationales Testspiel. Länderspiele sind angesagt. Wir spielen La Bombonera gegen Argentinien. Hans-Dieter Flick hat mich sowas von der Startelf drin, was sehr, sehr nice ist, was sehr, sehr wichtig ist, dass der auf mich vertraut, nicht so wie der Trainer von RWS das am Ende phasenweise gemacht hat. Oder gehen wir da rein. Wenn du alles im Shop gekauft hast, kommt was Neues. Echt? Erst dann? Vorher nicht? Das ist dieses Stadion, was wieder neu in FIFA drin ist, ne? Ich glaube, das war mal drin und dann war es wieder nicht mehr drin und jetzt ist es wieder drin und das sieht absolut geil aus, dieses Stadion. Jansson, wer ist denn das? Castilla? Was ist das für eine Mannschaft? Wer spielt denn der bei Argentinien? Ich meine, Enzo Perez kennt man. Palacios ist unser Mannschaftskollege. Messi könnte seine Karriere vielleicht beendet haben oder so. Aber wer ist Jansson? Warum habe ich noch nie von dem gehört? Und was ist das für eine Glanztat, bitte? Dominguez. Also es gibt schon eben Dominguez, so ein Argentinier, aber der ist dann nicht richtig gut. Wird er schießen? Er schießt, aber geblockt von Antonio Rüdiger. Immer noch 0-0, 47. Ja, aber es sieht auch einigermaßen gefährlich aus. Er könnte da schießen. Buendia schießt, aber das ist kein Problem für Hansus. Im Nationaltrikot läuft er einfach immer wieder zur Bestform auf. 2-0 Sieg. Auf geht's, Männer. Gucken wir mal Mannschaft an. Können wir die noch anschauen hier? Na, wir können auf Spielinfo gehen, nicht auf Bewertung. Ich kann hier nichts anschauen. Ich kann die Mannschaft leider nicht genauer anschauen. Schade, Mann. Da freuen sie sich über den Sieg im Testspiel. Florian Wirtz ist das. Der muss auch absolut heftig hier jetzt schon sein. Aktivitäten. Was für Derby? Warum ist Argentinien gegen Deutschland ein Derby? Hä? Oder war das von vorhin noch? Aber vorhin wurde es mir ja nicht angezeigt. Das ist doch kein Derby. Spanien ist ja tausendmal mehr Rivale. Allein wegen der Örtlichkeit, weil die auch schon ein Stück weg sind. So. Aber Argentinien ist so weit weg von Deutschland. Ich fühle keine Rivalität zu denen. Ich meine, ich fühle jetzt auch keine zu England. Jetzt seht ihr uns mal die deutsche Nationalmannschaft. Günther Linksverteidiger. Kimmich spielt immer Rechtsverteidiger. Musiala im ZM mit Gosens. Das ist mal wieder eine sehr interessante Variante. Also, Musiala kann die Position ja spielen, aber Gosens da, weiß ich nicht so recht. Ist ein bisschen komisch. Und Adeyemi vorne drin. Auf Spanien habe ich jetzt gar nicht geschaut. Habt ihr auf Spanien geschaut? War da irgendwas Besonderes mit dabei? Aber Spanien ist natürlich ein heftiger Gegner. Wir führen schon 1-0. 10. Minute. Jetzt kommt Ansu Fati mit einem Freistoß. Ich schaue mal, wo der runterkommt. Vielleicht kann ich ihn ja pflücken. Kann ich? Nee, kann ich nicht pflücken. Der ist außerhalb vom 16er, aber den kriegen wir so auch. Alleingang von Spanien, aber der ist noch ein Verteidiger. Da ist noch ein Verteidiger, der könnte noch einschreiten. Das heißt, vielleicht bekommen wir nichts zu tun. Vielleicht schon an. Sofort legt sie denn viel zu weit vor. Da bin ich natürlich zur Stelle. Aber er bekommt noch einen. Er bekommt jetzt einen Elfmeter. Ich spiele ja nur gegen Ansu Fati gefühlt. So, der Pfeil zeigt wieder in die Mitte. Ich springe jetzt in die Mitte. Jetzt schießt nach links. Aber der war auch krank geschossen, Mann. An den Innenpfosten und rein. Also der Pfeil ist scheinbar egal. Der Pfeil sagt scheinbar nichts darüber aus, wo er hinschießt. Weil der war ja sowas von in die Mitte rein. Und der war mit Sicherheit nicht nach links. Vielleicht war er noch minimal nach rechts. Aber nach links war der Pfeil ganz mit Sicherheit nicht. Sarabia. Was? Warum halte ich denn den nicht? Hä? Der war ja des Todes haltbar. Also der war jetzt auch nicht... Der war jetzt auch nicht Katastrophe, der Schuss, ne? Aber warum halte ich den nicht? Ich spring doch auch richtig. Ich mache doch alles richtig. Hä? Was soll ich machen? Was soll ich ein anderes machen? 4-2 steht's. Also klar, wir gewinnen die Spiele, aber ich will ja auch gut performen. Ich möchte ja ein guter Keeper werden hier. Im Laufe dieser Karriere ist schon so ein bisschen das Ziel. Aber auch besser zu werden. Wie ist es jetzt ausgegangen? 6-2 schlägt Deutschland Spanien. Aua. Einfach Spanien auseinandergeschraubt. War jetzt keine Glanzleistung von mir. Gut, beim Elfmeter konnte ich nichts machen. Ansonsten den einen Schuss da. Verstehe ich nicht, warum der nicht gehalten wird. Wir verbessern uns weiter. Geburtstag können wir leider nicht mehr feiern. Halloween ist erst in 4 Tagen verfügbar. Und es dauert noch 5 Tage, bis unsere Kleidungsmarke zurückkommt. Länderspielpause ist vorbei und jetzt spielen wir gegen Coventry. Findet ihr eigentlich, dass man die Boosts merkt? Also diese Perk-Boosts? Coventry City gegen Crystal Palace. Jetzt mal in keinem lizenzierten Stadion, sondern in so einem Standard-Ding. Eckball. Wir führen schon 2-0. Wir gewinnen halt jedes Spiel, ne? Und es hängt halt gar nicht an mir, weil wir es eh gewinnen. Weil wir eh immer so viele Tore schießen. So viele Gegentore kann ich gar nicht kassieren, wie wir da immer schießen. Ah, mehr. Oh.
Oh, der wäre fast aufs Tor gekommen. Oh, es geht weiter. Allen. Allen könnte schießen. Allen spielt ihn rein. Jetzt muss er schießen. Und der geht vorbei. Der hat vorbeigeschaut. Zu null geblieben. Gegen Coventry. Wir werden so easy aufsteigen, Chat. Ich bin mal so. Also, ich würde mein ganzes Hab und Gut würde ich drauf setzen, dass wir aufsteigen. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie wir nicht aufsteigen, ist, wenn ich mich jetzt irgendwie für 6 Monate verletzen würde. Dann würden wir vielleicht nicht aufsteigen. Aber wir können jetzt schon auf einen 6-Punkte-Vorsprung kommen, wenn wir das nächste Spiel gewinnen. Die Investition ist wieder zurück. Jetzt lesen wir erstmal ein Buch. Dann gehen wir in Halloween rein. Verbringe Halloween im Gym. Ich verstehe es immer noch nicht. Dann haben Leute in die Kommentare reingeschrieben, das soll wahrscheinlich Gymnasium heißen. Warum soll ich Halloween im Gymnasium verbringen? Warum steht da nicht Schule? Verbringe Halloween in der Schule. Warum denn ausgerechnet Gymnasium? Wenn ich in eine Realschule gehen will, darf ich nicht, oder was? Eine Schule in Stadionnähe sammelt mit einer Halloween-Party Spenden. Schau als Ehrengast vorbei und überreiche den Kids Preise für die besten Kostüme. Bedingungen nicht erfüllt. 100.000 Euro kostet das. Wir könnten es uns theoretisch leisten, aber 100.000 Euro ist schon sehr teuer. Halloween-Benefiz-Party. Schau mir dann wieder das Teams vorbei und sagen mit, wir machen eine Benefizparty. Wir sind trotzdem ehrenhaft. Kostet auch nur 1.000, komischerweise. Obwohl es halt eine Benefizparty ist. Und jetzt wird es spannend. Jetzt wird es richtig spannend. Bekommen wir Geld raus? Aus unserer... Ja, wir bekommen! Aus unserer 150.000 Euro Investition wurden 195.000 Euro. Die nehmen wir mit. Und damit haben wir jetzt richtig, richtig viel Geld in der Tasche. 247.000 Euro. Wir können fast den ganzen Shop leer kaufen jetzt. Sollen wir das Projekt Shop leer kaufen angehen, Chat? Das wird unser neues Projekt jetzt. Wir kaufen den ganzen Shop leer. Wir kaufen uns erstmal eine Stereoanlage. Das bringt Punkte. Dann spenden wir 30.000 Euro an so ein Tierschutzding. Dann kaufen wir... Ne, das haben wir das nicht schon gemacht, die Krawatten, dachte ich? Ich dachte, das hätten wir schon gemacht. Aber wir können uns halt echt, glaube ich, alles leisten. Kann das sein? Motivationskurs. Da geht auch die Aggressivität interessanterweise hoch, wenn man einen Motivationskurs macht. PR-Kurs. Da geht nichts hoch. Da kriegt man nur Freigeistpunkte. Wie viel haben wir noch? 120.000 Euro. Ehrenloge bei Crystal Palace. Kaufen wir uns auch. Wobei, das steht nicht da, bei welchem Verein. Also wir können uns den Verein eigentlich aussuchen, bei dem wir das kaufen. Eine Hybridmatratze gekauft. Busfahrt wird gesponsert. Und dann kommt noch der Tanzkurs. Und dann war's das. Dann haben wir alle Sachen gekauft. Alle Sachen. Balance, Trainingsboost 5%. Der ist ja übel gut, der Tanzkurs. Der ist ja richtig krass. Haben wir alles gekauft. Alles abgeschlossen. Kommen dann jetzt hier irgendwie neue Sachen dann? Ich gehe mal raus und wieder rein. Also noch ist alles gleich. Noch ist hier nichts Neues drin. Wir können jetzt einfach nichts mehr kaufen aktuell. Crystal Palace Halloween. Im Fußball geht es oft zu ernst zu, aber bei Crystal Palace soll es bei allen Leistungen auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Der Anlass Halloween natürlich. Die perfekte Gelegenheit für die Mannschaft zwischen den wichtigen Spielen eine kleine Party zu feiern. Einer der Stars des Teams erklärt, dass so habe man die Chance, sich ein wenig zu entspannen, am Teamgeist zu arbeiten und auch etwas für die Community zu tun. Für den Teamgeist ist das optimal, wenn man Spaß hat, sagt der Hans, ist enthusiastisch. Ich bemühe mich immer, die Mannschaft zusammenzubringen. Daher freut es mich, dass ich unsere Halloween-Party organisieren durfte. Wenn wir dieses Jahr mit Crystal Palace was erreichen wollten, dann geht das nur als Team. Also zumindest dazu gibt es einen Text. Zu unseren Einkäufen gibt es, glaube ich, nie was. Ich glaube, da gibt es immer nur bei so Entscheidungen Newsbeiträge. Huddersfield. Die Frage ist eigentlich nur, wie hoch gewinnen wir gegen Huddersfield? Das ist eine Riesenchance. Das ist eine Riesenchance, aber der schießt ihn halt rein, als wäre das nichts. Also es gibt Dinger, die sind haltbar, aber das war einer, den konnte man nicht halten. Der war so genau. Aus der Distanz hier, was ist das? Das sind 12 Meter oder so? Ja, den kannst du nicht halten. Da bist du machtlos. Da nehme ich mich auch komplett raus. Da bin ich auch nicht irgendwie enttäuscht, dass ich den nicht halte, weil da kannst du nichts machen. Thomas, oh, der legt den wunderbar rein. Der legt den nochmal zurück. Der schießt und der ist... Okay, den kann man halten. Was ist denn das? Warum halte ich denn den nicht? Boah, aber der bombt den halt auch wieder gnadenlos rein. Also ich sage, im Real Life ist der auch drin. Ist halt nicht mehr normal, was Huddersfield hier für Dinger raushaut. Aber das ist auch irgendwie schön, weil es fühlt sich immer so an, als hätte man noch so viel Potenzial, sich zu verbessern. Wobei ich halt auch nicht mehr machen kann, als den rechten Stick in eine Richtung zu drücken. So. Man muss schon spekulieren so. Man muss schon immer ein bisschen spekulieren, wo er hinschießen könnte. Aber wir haben auch trotzdem wieder gewonnen, obwohl ich 2 Gegentore bekommen habe. Schwache Spielleistung. Ja, schwache Spielleistung. Nerv mich nicht. Antwortet den Kritikern. Ihr sollt mal nicht auf den Keks gehen hier mit eurer dauernden Meckerei an meiner Spielleistung. Ich bin der beste Keeper der Welt hier mittlerweile mit einer 92. Also lasst mich über alle in Ruhe. Ach genau, ich wollte bei Ding reinschauen. Beim Shop immer noch nichts Neues. Chat, hat da irgendjemand von euch eine Erfahrung damit? Kommt hier irgendwann was Neues? Und wenn ja, wann? Also ich bin mir sicher, dass was Neues kommt. Weil die Sachen sind ja eh alle so günstig. Wenn ich jetzt irgendwie Millionen verdiene im Jahr, dann muss da ja irgendwas drin sein, was irgendwie viel, viel teurer und viel, viel krasser ist. Das heißt, ich muss jetzt ewig lang warten wahrscheinlich, oder was? Jetzt erstmal einen Elfmeter von Wout Weghorst halten. Wout Weghorst chippt den in die Mitte. Was bist du denn für einer? Meine Fresse, Mann. So ein Arroganter. Ah, das ist easy verteidigt. Und dann ist auch schon Schluss. 2-1 Sieg, natürlich. Der Weghorst-Elfmeter hat uns am Ende nichts gekostet. Also da gibt es schon noch einiges, wofür man grinden kann. Das fühle ich halt schon, dass es da noch irgendwie so Sachen dazukommen. Aber ich frage mich halt, wann? Wann wird der Shop erweitert? Oder sparen wir jetzt einfach nur dauerhaft? Können ja wieder theoretisch in was investieren. Komm, wir investieren jetzt wieder in die Handy-App.
Einfach weil ich es kann. Einfach weil wir Geld haben und ich irgendwas damit machen will. Und sonst kann ich ja gerade eh nichts machen. Plymouth. Die sind aber, glaube ich, ursprünglich auch nur in der dritten Liga. Ach nee, es ist Carabao Cup. Das wäre natürlich nice, da richtig weit zu kommen. Da haben wir auch Potenzial, bald einen richtig guten Gegner zu bekommen. Also schlagen wir jetzt bitte mal eben Plymouth. Freistoß kommt rein. Ja, den schwor gar nichts. Oh, doch, das war was. Da bin ich. Den habe ich. Kommen die einfach nochmal zurück. Jetzt wieder ein Freistoß. Warum sind die Hälfte der Szenen immer Standards? Der, glaube ich, führt den kurz aus, ne? Ja, führt der kurz aus. Coelho, der könnte schießen. Der legt ihn nochmal rein. Und dann ist die Szene vorbei. Perfekt. Wie schnell die Spiele vorbeigehen. 3-0 gewonnen. Ist aber wichtig, dass wir einfach nur weiterkommen. Dann spielen wir hoffentlich bald gegen, keine Ahnung, United oder Liverpool oder so. Aber woher habe ich denn die 5 Skillpunkte jetzt bekommen, die ich habe? Ich bin auch nicht im Level aufgestiegen und nix. Oder bin ich... Na, doch, könnte sein, dass ich im Level aufgestiegen bin. Siege im Turnierspiel. Das haben wir, glaube ich, zum allerersten Mal. Das Team hat die nächste Wettbewerbsrunde erreicht. Nimm das Lob an, lobe den Teamgeist, bleibe gelassen. Ich lobe den Teamgeist. Immer schön rein in den Teamgeist. Und dann boosten wir uns nochmal. Wir sind auch nicht gut genug für die zweite englische Liga mit der 92. Wir müssen besser werden. Aber so alle wichtigen Stats habe ich jetzt, glaube ich, eh schon gemaxt. Wir können noch Abschlag, Stellungsspiel, Abschlag und Stellungsspiel boosten. Das ist alles, was wir noch machen können. Dann, glaube ich, geht es erstmal auf Stellungsspiel, weil Abschlag haben wir ja wirklich einfach nie in irgendwelchen Spielen. So, und Stellungsspiel könnte theoretisch irgendwie mal irgendwo was bringen. Keine Ahnung. Dann sind wir bei einer 93. Let's go. 93er Gesamtstärke. Ist das stark. Wir spielen jetzt gegen Cardiff. Rels bringt den rein. Den sollte ich fangen. Warum spielt er denn nochmal zurück? Der war gefühlt schon allein vom Tor. Den hätte ich niemals gehabt. Den hätte ich niemals gehalten, den Ball. So wichtig, dass er den abblockt. Jetzt wieder einiges offen in der Mitte. Der spielt dann aber erstmal zurück. Dann nochmal zurück. Ja gut. Wenn ihr euch so viel Zeit lasst, dann sind natürlich die Räume alle wieder zu. Und da müsst ihr erstmal an mir vorbei. Da geht das nämlich nicht so einfach. Ojo. Legt den darüber. Ganz viel Platz jetzt für Colville. Colville, aber der zieht nach außen. Deshalb brauche ich da nicht rauskommen aus dem Tor. Jetzt legt er ihn rein. Erster Schuss. Warum läufst du raus? Hä? Der ist jetzt automatisch zu dem Ball gelaufen und hat den bekommen? Bitte was? Schuss? Und dann sprint ich da so... Alter, schau mal an, wie schnell ich bin. Wer ist Usain Bolt? Dann springe ich da übelst durch 5 Leute durch. Im Real Life wäre das so ein safer Elfmeter geworden, weil ich den einen Spieler so von hinten umgeräumt hätte. Aber hier komme ich halt einfach an den Ball hin. Länderspiele stehen wieder an. Wir spielen dieses Mal gegen Schottland und Ghana. Auch interessante Gegner. So, Cardiff nehmen wir auf alle Fälle noch. Nee, was ist eigentlich Cardiff? Cardiff hatten wir gerade. Peterborough nehmen wir auf alle Fälle noch mit. Komm, ich will jetzt hier nochmal zum Abschluss des Streams und des Videos eine richtig geisterkranke Parade raushauen. Der war nicht im Abseits. Aber das war auch wegen der Kamera richtig beschissen. Das war auch wieder richtige Verarsche, Mann. Bis ich den Ball gesehen habe, war der schon bei uns im 16er. Alter, wie hebt denn er das Abseits auf? Aber da kannst du auch nichts machen. Was willst du da machen? 59. Ich würde gerne noch einen Ball jetzt halten. Schieß einfach mal, Clark Harris. Schieß einfach. Da kann man abziehen. Jawohl, ich habe einen. Und er geht nicht rein. Jawohl. Wichtig. Ich habe noch die Parade, die ich mir gewünscht habe. 4-1 gewonnen. Doucouré, der 87 ist noch mit dem Tor. Ich schaue immer drauf, ob irgendjemand noch in der 90. Minute trifft. Trainieren wir nochmal. Und dann geht's ab zur Nationalmannschaft. Genau, wir spielen gegen Schottland als nächstes. Internationales Testspiel mal wieder. Europameisterschaftsqualifikation gibt es sehr wohl. Und wir haben auch schon 8 Spiele gemacht. Da war ich aber... Ach, die waren es letztes Jahr, ne? Die haben wir, glaube ich, schon mal gespielt, oder? Kann das sein? Für heute machen wir Schluss, Chat. Damit ich auch möglichst bald wieder streamen kann. Link zum Stream, falls ihr auf YouTube zugeschaut haben, ist in der Videobeschreibung. Lasst da gerne ein Follow da, lasst einen Daumen da auf dem Video, lasst ein Abo da auf YouTube-Kanal. Road to 100.000 Abonnenten, das wäre sehr, sehr nice. Macht da gerne mit und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Brunea.